Also Mädels, hier ist es. Ich hab ein bisschen Schiss, dass wir uns auf ein fremdes Grundstück schleichen. Ist das illegal? Natürlich. Mega geil. Und was, wenn die Besitzer zu Hause sind? Dann machen wir das, was wir geprobt haben. Das habe ich wieder vergessen. Die sind eh nicht da. Wer wohnt da denn? Irgendwelche reichen Schnösel. Aha, und die haben wirklich einen Pool im Garten? Ja, Mann. Hat Christoph mir erzählt. Ist der nicht im Knast? Der war so dumm und hat sich auf irgendein fremdes Grundstück geschlichen. Wenn ich mal ganz kurz... Also Mädels, haltet eure Schwimmsachen bereit. Hab ich. Jetzt geht's ab hier. Okay Mädels, da vorne müsste es gleich sein. Wir müssen jetzt ganz, ganz leise sein. Okay, psst. Guck mal, Lexa, Trisha, die haben sogar Hühner hier. Hat die Fresse, Sandra. Richtiges Huhn, ey. Hat die Fresse. Gib Pfötchen. Gib Pfötchen. Sandra, leg das Huhn weg. Wir sind schon fast am Ziel. Okay, los. Leise weiterschleichen. Sind wir gleich da? Psst, nicht so laut. Wir sind gerade in der heißen Phase. Guck mal, ein Schaf. Hab die Fresse. Das klau ich einfach, ey. Das Viech lässt du hier. Ich nenne es Schaf. Ich mach aus dem Schaf gleich einen Kotel, wenn wir nicht endlich Leute, 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 ey. Was ist? Ich glaub, wir sind da. Weißt du, Tisch ab? Das hat auch nichts mit Einbrechen zu tun. Überhaupt nicht. Wir gucken hier nur mal nach dem Rechten, ob auch alles in Ordnung ist, verstehst du? Hier muss ja jemand aufpassen, wenn die Besitzer nicht da sind. Weil wir gute Menschen sind. Wir sind gute Menschen. Gute Menschen, die gerade die Schule schwänzen. Mega geil. Guck mal, Lexa, Trisha, ich kann Handstand unter Wasser. Wir sollten in Bitcoins investieren, Wolfgang. Du weißt doch, dass diese Anlagen heute nichts mehr wert sind. Immobilien, Wolfgang. Wir brauchen Immobilien. Ich weiß, Susanne. Wir müssen aber gucken wegen unserer finanziellen Sachen. Genau, mein Schatzi, ja. Susanne, was ist denn das? Was, Boah, habt ihr gesehen, ey? Ich hab sogar gefurzt unter Wasser. Ruf die Polizei, Wolfgang. Das mache ich. Ich bin doch ihr Poolgirl. Sie haben mich doch angerufen wegen einer Reinigung. Hast du das getan, Wolfgang? Nein, mein Schatz. Wir lassen unseren Pool nicht reinigen. Wir kaufen immer einen neuen, wenn er dreckig ist. Weil wir sehr viel Geld haben. Genau, sehr viel Geld. Und wenn wir dich verklagen wegen Hausfriedensbruch, werden wir noch mehr Geld haben. Ich rufe jetzt die Polizei. Mach das, Wolfgang. Und sie sollen bitte auch ihre Hunde mitbringen, damit sie diesem Mädchen in den Popo beißen. Tut mir echt leid, also... Es ist so, also ich war, es ist ja heute sehr warm und da habe ich den Pool gesehen und da dachte ich, nehme für meine kleine Abkühlung. Also, was ich eigentlich sagen wollte, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, was ich sagen wollte, ist... Sorry. Wegen dir muss ich jetzt das ganze Wasser austauschen lassen. Wieso? Du bist ein Kind. Ja und? Kinder stinken und übertragen Krankheiten. Ich gehe also davon aus, dass das Wasser jetzt schon stark verseucht ist. Die Polizei ist unterwegs, Mausepups. Sehr gut, Wolfgang. Dann hoffen wir mal auf ein bisschen Polizeigewalt. Ich komm mal raus, ja? Du bleibst schön da drin, du freche Göre. Susanne? Was ist denn, Wolfgang? Ich bin gerade dabei, dieses blöde Gör hier niederzumachen. Da stehen auch zwei Gläser. Scheiße. Wahrscheinlich sind noch mehr Kinder hier. Mir wird schlecht, Wolfgang. Wie, die verpetzt uns? Das sind die Gläser von Lexa und Trisha. Die verstecken sich hier irgendwo. Nein. Eine Teenagerbande, Susanne. Sie haben es auf unser Geld abgesehen. Wie viel Lösegeld möchtet ihr haben? Gar nichts. 5000 Euro, bitte. Das ist die zweite Göre. Wie dumm ich bin. Komm raus, du stinkende Göre. Und entferne dich von meiner Luxuspalme, bevor sie wegen deines widerlichen Gestankes noch eingeht. Ja. Sorry, auch von mir nochmal. Wo ist das andere Balk? Das ist da vorne im... Das verraten wir nicht, weil wir sind die Gang, die dritten Titten. Und wir sind richtig cool. Ich hätte hier 5 Euro. Sie ist im Gewächshaus. Wahnsinn, für 5 Euro verrätst du deine Freundin. Das sagt viel über dich aus. Naja, für eine Hartz-IV-Empfängerin ist das viel Geld. Sehr gut, Wolfgang. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Das war auch Lexas Idee. Wir wollten das gar nicht. Sie hat uns quasi gezwungen. Ich hole sie mal. Können wir das nicht irgendwie anders lösen als mit der Polizei? Natürlich können wir das. Ihr zwei könntet mir zum Beispiel mal an meinem stinkreichen Popo lecken. Ich habe schon Schlimmeres gemacht. Moin. Schönen guten Tag. Ah, sehr gut. Hauptkommissar Rennemey-Name. Schön, dass Sie da sind, Herr Hauptkommissar. Ach nee. Wen haben wir denn da? Ja, die drei von der Tankstelle, wie ich sie immer gerne nenne, ne? Sandra, Lexa und Patricia. Trisha. Wie auch immer. Wo sind Ihre Hunde, Herr Hauptkommissar? Wieso bluten die Göhren noch nicht? Nur mal ganz langsam, Frau Nörgel. Wo ist die gute alte Polizeigewalt, wenn man sie mal braucht? Erzählen Sie doch erstmal den Tathergang. Lexa hat uns gezwungen. Nicht du, Patricia. Es war folgendermaßen, Herr Hauptkommissar. Mein Mann und ich waren gerade bei der Bank und haben einige Immobilien gekauft. Drei Objekte auf Sylt. Wir sind nämlich sehr reich, müssen Sie wissen. Das ist ja wirklich schrecklich. Ich werde mich darum kümmern. Warten Sie, das war's doch noch gar nicht. Als meine Frau und ich nach Hause gekommen sind, war auf einmal dieser Junge hier bei uns im Pool. Ich bin ein Mädchen. Ach ja, das kann man sich ja heutzutage einfach so aussuchen, nicht wahr? Schlimm, schlimm, schlimm. Also, Sie sind nach Hause gekommen und Sandra war im Pool. Sie hat sogar in den Pool gepupst. In den Pool gepupst. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, es geht doch noch weiter. Na, dann kommen Sie mal auf den Punkt. Die zwei Mädels haben sich ebenfalls in unseren Garten geschlichen. Also, Mädels, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Einfach in einen fremden Garten zu schleichen und dann in den Pool zu pupsen? Alter, wissen Sie, wie warm es heute ist? Hat die Göre recht, es ist wirklich sehr warm. Das ist Hausfriedensbruch. Das ist vor allem eine sehr starke Bewerbung für mehrere Jahre Gefängnis, Wolfgang. Ich glaube, so schlimm wird es nicht werden. Nun verhaften Sie die Gören doch endlich. Nun ja, Frau Nörgel, wir haben hier Aussage gegen Aussage. Da kann ich nicht viel machen. Hoho! Soll ich euch noch mal zeigen, wie ich den Handstand machen kann? Wenn es irgendeinen Zeugen geben würde, dann wäre die Sache schon anders. Hier, ich habe alles gesehen. Sehr gut, du kleines, stinkendes Wesen. Dann komm doch bitte mal her. Ich bin Connor und ich habe gesehen, was die Mädchen gemacht haben. Sehr gut, Connor. Dann erzähl doch mal, was du Schreckliches gesehen hast. Ich habe gesehen, wie die Mädchen ihre... Ah ja, Connor geht anscheinend lieber baden, als eine ordentliche Aussage zu machen. Wie können wir die ganze Sache denn jetzt hier beenden? Gar nicht. Der Tore würde langsam nämlich gerne Urlaub machen. Wovon reden Sie? Na, von Tore. Fresh Tore! Der ist voll lustig! Ja, aber Kartoffelsalat war richtig schlecht. Was hat dieser Spargeltarzan mit der Situation hier zu tun? Torge will Urlaub machen, deswegen beenden wir den Sketch hier an dieser Stelle. Wunderbar, ich gehe nach Hause. Torge, wenn du vielleicht kurz einmal in die Kamera... Okay, ja, mach ich. Also, ja, ich wollte mich ganz kurz einmal verabschieden. Ich gehe nämlich in die Sommerpause. Im Juli kommen gar keine Videos. Im August geht's wieder mit Sketchen, so wie hier, die Samstagvideos. Und Helga und Marianne verabschieden sich in den Urlaub nach Pervorm. Die kommen im September wieder. Ich wollte mich einmal ganz herzlich bedanken bei der Firma Poolkind aus Bargteheide, dass sie uns hier so toll unterstützt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Passt auf euch auf, genießt die Sommerferien, genießt das schöne Wetter. Alles Gute und dann bis August oder September. Tschüss!